In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem äußeren Fotoeffekt. Das Schöne an der Naturwissenschaft ist, ja, dass mit jedem Experiment, besonders dann, wenn es etwas zutage fördert, was man vorher nicht erwartet hat, die Erkenntnisse wachsen. Und deshalb ist es mir auch immer sehr wichtig, so ein bisschen auch die Geschichte zu beleuchten und zu gucken, wie ist denn das Ganze entstanden. Hier haben wir Alexandre Edmond Becquerel. Man würde sagen, Moment mal, Becquerel, den Namen kennt man. Ja, das war allerdings sein Sohn, der die Radioaktivität entdeckt hat und dafür den Nobelpreis bekommen hat. Er selbst war natürlich auch französischer Physiker, wie übrigens sein Vater auch schon. Und er selbst hat sich mit Phosphoreszenzlicht beschäftigt und das als Wiederausgabe des vorher absorbierten Lichtes erkannt. 1839 zusammen mit seinem Vater, der wie gesagt auch französischer Physiker war, haben die beiden den Becquerel-Effekt entdeckt. Das ist eine spezielle Art des photoelektrischen Effektes. Dabei geht es um zwei Elektroden, die in einem Elektrolyt sind. Und wenn man die eine mit Licht bestrahlt, kann man eine Spannung messen. Und mit ultraviolettem Licht geht's am besten. Das war im Prinzip das, was er erkannt hat. Weiter geht es mit einem deutschen Physiker, Heinrich Rudolf Hertz. 1866 hat er im Experiment elektromagnetische Wellen erzeugt und gilt damit auch als deren Entdecker, und ihm zu Ehren ist die internationale Einheit für die Frequenz als Hertz nach ihm benannt. 1886 hat er den Fotoeffekt untersucht. Weiter geht es wieder mit einem deutschen Physiker, und zwar Wilhelm Ludwig Franz Hallwachs. 1887, die Forschung, die Hertz angefangen hat, hat er fortgeführt und hat im Prinzip gezeigt, dass man mit Hilfe der Bestrahlung durch eine Lichtbogenlampe eine Metallplatte elektrisch aufladen kann. Und das Ganze wurde dann als Hallwachs-Effekt bekannt. Sein Versuchsaufbau war relativ einfach. Ein Elektroskop im Wesentlichen, was Ladung nachweist, obendrauf ein Metall, war glaube ich in seinem Fall eine Goldfolie, und die wurde mit der Lichtbogenlampe beleuchtet und dann konnte man einen Ausschlag sehen und damit Ladung nachweisen, die dann plötzlich da war. Weiter geht es wieder mit einem deutschen Physiker, und zwar Max Karl Ernst Ludwig Planck, war auf dem Gebiet der theoretischen Physik unterwegs, gilt als Begründer der Quantenphysik, hat das nach ihm benannte Planck'sche Wirkungsquantum entdeckt, dafür gab es 1918 den Nobelpreis, ein Jahr später hat er ihn verliehen bekommen, und 1899 war das berühmte Jahr, in dem er praktisch auf diese neue Naturkonstante gestoßen ist. Kleiner Fun Fact, die Naturkonstante heißt H, und die heißt deshalb H, weil für ihn war es eine Hilfskonstante. Und daher, wie gesagt, das H. Er hat eigentlich die Wärmestrahlung schwarzer Körper untersucht und ja, dabei entdeckt, dass Energie eben nicht kontinuierlich ist, sondern halt in Paketen vorkommt und Energie halt Vielfache von diesen Paketen sind. Daher die Formel E gleich H mal F, das heißt die Frequenz der Strahlung mal H ergibt dann entsprechend deren Energie. Die heute gültige Konstante steht hier unten, einmal in Joule mal Sekunde und einmal in Elektronenvolt mal Sekunde. In Joule mal Sekunde ist sie eigentlich in jedem Taschenrechner eingespeichert. Weiter geht es mit jemandem mit, sagen wir mal, nicht ganz lupenreiner Vergangenheit, aber hier geht es einzig und allein um die wissenschaftlichen Leistungen. Er hat
die Kathodenstrahlen untersucht, hat die Elektronentheorie entwickelt und 1905 den Nobelpreis dafür bekommen. Hat den Fotoeffekt im Hochvakuum untersucht und 1899 durch Ablenkung im Magnetfeld die spezifische Ladung bestimmen können und damit den Nachweis erbracht, dass Elektronen aus der Metalloberfläche austreten. Weiter geht es mit dem berühmtesten Naturwissenschaftler der Neuzeit, Albert Einstein. Ja, gut, deutscher Physiker mit Schweizer und US-amerikanischer Staatsbürgerschaft, bedeutendste theoretische Physiker, veränderte maßgeblich das zuvor geltende jüdische Weltbild. Relativitätstheorie machte ihn weltberühmt, aber den Nobelpreis hat er für den Fotoeffekt bekommen, beziehungsweise für die Entdeckung des Gesetzes des photoelektrischen Effektes. 1921 war das, beziehungsweise ein Jahr später hat das verliehen bekommen. Und was hier eigentlich steht, gucken wir uns später dann beim Experiment an. Und schon wieder ein Nobelpreis. Das ist Robert Andrews Millikan, ein US-amerikanischer Physiker, 1923, einmal für seinen berühmten Millikan-Versuch und einmal zu seinem Beitrag zur Erforschung des photoelektrischen Effektes, Nobelpreis für Physik. Der Millikan-Versuch, ganz kurz gesagt, da geht es im Prinzip darum, die Elementarladung eines Elektrons zu bestimmen. Und bei dem photoelektrischen Effekt hat er die Gegenfeldmethode sozusagen benutzt oder erdacht. Und genau das werde ich auch in meinem Experiment hier machen. Das heißt, im Prinzip mache ich das Experiment von Millikan nach. Um was geht es eigentlich bei dem Fotoeffekt? Ich habe Strahlung, die fällt auf eine Metalloberfläche und dabei werden Elektronen frei. Also zumindest ist das die ganz kurze Variante. Ein bisschen komplizierter ist es dann doch. Hier ist der Aufbau von Millikan. Das ist ein evakuierter Glaskolben, in dem sich diese Metallplatte, hier Photokathode, befand und dann gab es eine Auffanganode und da die Auffanganode war praktisch positiv und dadurch gibt es diese Gegenspannung und den Strom, der dann zwischen Anode und Kathode fließt, kann man entsprechend dann mit einem sehr empfindlichen Ampermeter im Mikroampere-Bereich messen. Er hat jetzt eine Lichtbogenlampe genommen, die er mithilfe von Farbfiltern da entsprechend monochromatisches Licht, also einfärbiges Licht auf die Photokathode gelassen hat. Ich werde LEDs benutzen. Gut, die gab es damals noch nicht. LEDs haben ja auch weitestgehend genaue Farben und ist halt ein bisschen einfacher. Um nochmal so ein bisschen das Ergebnis zu verstehen, mache ich schon vor dem Experiment, die Einsteinsche Formel, die besagt im Prinzip, dass die Energie, die praktisch mittels Strahlung eingestrahlt wird, also EPH ist praktisch Energie des Photons, die ist gleich der Austrittsarbeit, die sozusagen benötigt wird, um das Elektron aus der Metalloberfläche auszulösen, plus die kinetische Energie des Elektrons, die dann praktisch noch übrig ist. Heißt im Klartext, Licht oder halt irgendein Photon kommt auf eine Metalloberfläche und wenn die Energie groß genug ist, also größer als die Austrittsarbeit ist, wird ein Elektron frei und die Differenz ist dann noch als kinetische Energie, steckt dann in dem Elektron drin. So, was ist da dran spannend? Ich habe leider nur eine Metalloberfläche praktisch zur Verfügung. Und richtig spannend wird es, wenn man es tatsächlich mit mehreren Metalloberflächen macht. Und zwar sind hier drei Metalle aufgetragen. CS steht für Cäsium, ZN ist Zink und AG ist Silber. Und wenn man sich alle drei anguckt,
stellt man fest, dass die Geraden die gleiche Steigung haben. Das heißt im Klartext, dass es offensichtlich etwas ist, was unabhängig vom Material ist. Und die Steigung, die ist nichts anderes als H, das Plancksche Wirkungsquantum. Und das möchte ich jetzt praktisch mit der Gegenfeldmethode, wie das Millikan gemacht hat, jetzt auch machen und hoffe, dass ich mit diesem Experiment H bestimmen kann. Was vielleicht jetzt noch ganz interessant ist an dem Diagramm, der Regenbogen da oben markiert praktisch von der Frequenz her den sichtbaren Bereich. Und wenn man diese Geraden verlängert, das ist hier die gestrichelte Linie, da wo diese Geraden die Y-Achse schneiden, das ist die Austrittsarbeit. Die ist jetzt zum Beispiel für Zink ungefähr 4,3 Elektronenvolt. Und ja, das werde ich natürlich dann auch versuchen, die Austrittsarbeit von dem Material, was mir da zur Verfügung gestanden hat, versuchen entsprechend zu berechnen. Nicht wundern, in diesem Video ist es ein bisschen schummrig. Hier geht es um den Fotoeffekt. Und zu diesem Zwecke habe ich hier, das hat mal ein Kollege gebaut. Man kann es hoffentlich trotzdem sehen. Genau, das ist das, was hier drin ist. Hier ist so eine Fotozelle. Hier ist ein Poti mit einer Batterie. Und das macht im Prinzip die Gegenspannung, die man messen kann. Das ist hier im Hintergrund zu meiner Linken. Und den Fotostrom, den habe ich hier an einem Messverstärker, der auf 10 hoch minus 11 Ampere eingestellt ist und der das hier rechts auf einem Voltmeter entsprechend ausgibt. So. Und dann, damit ich definierte Wellenlängen habe, habe ich hier im Prinzip, das sind Leuchtdioden, deren Wellenlängen bekannt sind. So, und jetzt läuft das eigentlich ganz einfach. Ich leuchte hier im Prinzip hinein. Wir fangen mit der kürzesten Wellenlänge an. Oder wir können auch mit der längsten anfangen. Ist im Prinzip wurscht. So. Und wenn ich hier reinleuchte, sieht man nichts. Okay. Dann probieren wir es mit der nächsten aus. Dazu muss ich hier allerdings, sagen wir, deutlich zurückdrehen, weil die sollen nicht mehr wie 20 mA abbekommen. Rot. Wenn ich jetzt die richtige Höhe erwische und da auch reinleuchte. Ah, hier sieht man, das Ganze funktioniert. Und jetzt drehe ich den Fotostrom. Die Gegenspannung hoch ist, beziehungsweise ich kann hier noch ein bisschen nachjustieren, wir hatten ja eben 20 mA gesagt. So, stimmt's ungefähr. So, jetzt aber nochmal. Was ich jetzt mache ist, ich drehe die Gegenspannung so weit hoch, bis ich keinen Fotostrom mehr messe. Dadurch bestimme ich die kinetische Energie der Elektronen. Und zwar ist in diesem Kästchen dieses Gebilde hier und die Gegenspannung liegt an diesem Ring an und hier hinten aus der Metallschicht werden die Elektronen ausgeschlagen. Und wenn Sie entsprechend genügend kinetische Energie haben, können Sie die Gegenspannung sozusagen überwinden. Und die Gegenspannung ist hier so weit hochgedreht, dass ich jetzt hier einen Fotostrom 0 habe. Und jetzt kann ich hier ablesen 0,15. Ja,
Also 0,1516 ist genau dazwischen. Und das bei 660 Nanometer. So, und jetzt gehe ich her und nutze 635 Nanometer. Muss ich wieder nachjustieren, damit ich hier schön reinleuchte. Und wie man sieht, ändert sich nicht viel. Ich muss hier wieder entsprechend justieren. Bis der Fotostrom 0 ist. Und ich habe ja eigentlich wieder ziemlich genau 0,15. So, das waren war das. Jetzt gehe ich ein zweiter auf 585 Nanometer. Justiere ein bisschen nach. So, 585 Nanometer und leuchte hier rein. Und jetzt habe ich hier wieder einen Fotostrom. Den Fotostrom drehen wir mal schön zurück. Und ich habe eine Gegenspannung von, na, das ist ein bisschen empfindlich, eine Gegenspannung von 0,34. 0,34. Gut, dann nächster Mohikaner. Jetzt haben wir 560 Nanometer. Und wieder leuchten wir in dieses schöne kleine Loch und müssen den Fotostrom wieder auf Null bekommen, indem wir die Gegenspannung weiter erhöhen und landen bei 0,4. 0,4. Gut. Last but not least, hier muss ich noch ein bisschen Gas geben. So, und ich justiere wieder meinen Fotostrom auf 0 und lese auf meiner Gegenspannung 0,7 Volt ab. So, jetzt habe ich all meine Werte. Jetzt mache ich aber nochmal so ein Just for Fun, ein kleines Mini-Experiment. Und zwar drehe ich meine Gegenspannung auf 0 und jetzt gehe ich her und verändere mal die Intensität. Jetzt ist die Frage, ich drehe hier einfach die Spannung runter, damit wird das Lämpchen schwächer, also die LED schwächer. Und man sieht, der Fotostrom geht runter. Das ist auch klar, weil ich jetzt im Prinzip die Anzahl der Elektronen damit verändere. Weil geringere Intensität heißt ja weniger Photonen und damit auch weniger Elektronen, die jetzt aus dieser Metallschicht ausgeschlagen werden. Ja, soweit, so gut. Und jetzt würde ich sagen, werten wir die Geschichte aus. Kleiner Spoiler, es ist leider nicht so exakt rausgekommen, wie ich mir das gewünscht hätte. Wenn man LEDs anguckt, das sind auch keine sauberen Linien. Deswegen habe ich hier mal Rot, Grün und Blau, die Spektren.
gucken wir uns mal die Messwerte an. Vielleicht sehen wir ja noch, wo es im Prinzip dann gelegen haben könnte. Gut, gucken wir uns erstmal die Messwerte an. Hier ist die Tabelle. Spannend wird es, wenn man das Ganze jetzt in ein Diagramm überträgt. Gucken wir uns mal das Diagramm an. Und zwar habe ich hier wieder die Energie in Elektronenvolt, auf der Y-Achse und auf der X-Achse die Frequenz des eingestrahlten Lichtes. Als erstes die Austrittsarbeit. Ich habe mir das hier mit Tabellenkalkulation, kann man sich hier so eine Gerade durchlegen lassen. Die hat eine Steigung und im Prinzip den Y-Achsenabschnitt und den habe ich hier mit 1,23 Elektronenvolt. Quizfrage, warum habe ich das Ding nicht einfach in der Anleitung geguckt? Naja, das Problem ist, das ist halt ein Kaliumoxid, Silber, oxidiertes Silber, Gemisch und durch den Herstellungsprozess variiert das tatsächlich ein bisschen und das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass man das deshalb nicht einfach der Anleitung einen exakten Wert angeben kann. Gut, gucken wir nach der Steigung, die ist mit 0,3004. Wurde die sozusagen von der Tabellenkalkulation angegeben, mal die Elementarladung, damit ich Joule bekomme, durch 10 hoch 14, weil ja die X-Achse bzw. die Frequenzachse mit 10 hoch 14 angegeben ist. Und dann bekomme ich 4,81 mal 10 hoch minus 34 raus. Gut, die Größenordnung stimmt, wobei 4,81 ist schon, ja, ist nicht ganz so dicht dran, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich hätte mir da eigentlich schon irgendwie 6, irgendwas erhofft. Gut, wenn man hingeguckt hat, die LEDs, die hatten praktisch, waren ja keine sauberen Linienspektren. Ich habe auch einfach die Angaben der LEDs genommen, die praktisch drauf standen, ohne praktisch selber das exakt zu bestimmen. Es war nicht ganz dunkel, was natürlich auch dem geschuldet war, dass man irgendwas erkennen kann auf dem Video. Da gab es halt einige Ungenauigkeiten und dass die sich dann so weit aufsummiert haben, dass ich jetzt hier so weit daneben liege, macht durchaus Sinn. Ich würde aber trotzdem sagen, ich habe gezeigt, wie das Experiment funktioniert und dass es auch relativ gut funktioniert. Ich bin ja immerhin, die Größenordnung stimmt und das beziehungsweise diese 1,23 Elektronenvolt, das ist auch eine Größenordnung, das haut hin. Das heißt, völlig verloren war es, ist es jetzt nicht. Gut, ich denke mal, wenn man sich noch mehr Mühe gibt und wie gesagt, all das, was ich eben gesagt habe, beachtet, kommt man auch bestimmt auch noch auf einen genaueren Wert. Soweit, so gut. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen bzw. geholfen. Gerne einen Kommentar dazu. Ansonsten, soweit, so gut.